Spinny ist tot. So. Ja, ich wollte einen Zaun holen. Einen Kobbelzaun. So. Und hey, was wirst du heute noch so machen nach der Aufnahme? Zocken. Was weiß ich nicht. Können wir dann vielleicht weiter chillen? Ja. Was mache ich denn hier? Um unsere Zeit, die wir zusammen zählen, noch mehr zu verlängern. Oh ja. Schaffe ich den Sprung? Uah, easy going. Krack. So, Kopf drehen. So. Trott, trott, trott. Kopf drehen. Trott, trott, trott. Tröt, tröt, tröt. So, wollen wir mal mit dem Grundgerüst anfangen? Und zwar. Übrigens werden wir die geplante Einleitung, Lennart, noch wahrscheinlich auch nicht nächste Aufnahme machen können. Ja. So, chup, 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 chup. Okay, ich baue das jetzt hier unten zu. Was? Ja, mach. Melonenfarm. Ja, mach meinetwegen. Hier kommt man nur per Bahnhof dann hin. Später. Ja, ich verstehe nur Bahnhof. Und was, wenn ich bis dahin mal wieder da rein will? Ist egal, musst du halt drauf verzichten. Ja, ist doch so. Aufopferung für die Allgemeinheit. Übrigens, Lennart, könntest du vielleicht das nächste Mal, also bald, also wenn du da drüben fertig bist mit Erde aufschütten, hier weitermachen, weil hier muss ich noch ein bisschen die Kirche erweitern. Und hier ist noch keine Erde aufgeschüttet. Hast du denn schon angefangen? Ich mach doch gerade. Ich will sehen, wie die aussieht. Du machst von innen nach außen. Ich mache erstmal hier unten im Boden, ja. Soll das im gotischen Stil sein? Was? Ich baue einfach in der im Stil von eurer Kathedrale so ähnlich. Ich baue hier lieber mal zu, bevor hier irgendwas spawnt. Wenn ich genug Material mit hätte, wäre das auch gar nicht so schlechte Idee gewesen. Habe ich genug Material dabei? Nein. Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Immer wieder nee, habe ich nicht sagen. So, schade. Wie? Willst du das jetzt so bauen wie unsere Kathedrale? Nein, nicht direkt. Im Stil. Und wie willst du die Säulen hinkriegen und so? Nee, nicht unbedingt so riesig. Sondern schon mit Säulen, aber nicht so riesige Säulen. Verstehst du? Du weißt, dass der Fußboden auch nicht so eintönig war. Ja, ich kann mich nicht mehr genauso dran erinnern. Gut. Ich kann mich dran erinnern. Ich hab die Welt noch. Soll ich mit Wolle hier die Strecke machen? Ja, mit roter Wolle. Okay, genau die habe ich nämlich gerade vorbereitet. Jetzt hat sie das Lied auf Pause gemacht. Hier sind. Ach, da werden ja auch hier jetzt rote Wollblöcke verschoben. Hier auch? Ne, hier nicht. Ja, aber ich brauche trotzdem rote Wollblöcke. So. Scheiße, ich brauche mehr rote Wollblöcke. Ach, die kleinen Schäfchen sind groß geworden. Brauche ich mal eine rote Rose, um die dann rot zu färben. Rosenrot. Ich habe rosa-rote Schafe. Rosenrote Schafe, nicht rosarot. Wie findest du Atlantis? Film, Legende oder was meinst du? Generell. Keine Ahnung.
kann ich nicht viel zu sagen. Warum schickst du eigentlich die ganze Zeit wieder mal links? Mal wieder links. Wir wollten Atlantis bauen, deswegen ist das ein Link für das Video, wo man das sieht. Atlantis. Warte, hier in unserer Stadt oder was meinst du? Ja, da drüber. Nein, Spaß, daneben. Daneben. Einfach mal da drüben so Atlantis bauen. Einfach mal da drüben so. Ja, und dann müssen wir bis zum Grundstein runtergehen, damit wir das hinkriegen mit den Gebäuden, weil die so hoch sind. Ja, genau. Das machst du jetzt so. Play im Survival Mode. Ja. Weil guck mal, diese ganzen Pussys von YouTubern, die schaffen ja nie was. Die ganzen Pussys. Das war ein Scherz. Aber es ist echt so, die bauen nie was Großes. Egal wer. So was richtig Großes, wo man wirklich 1000 Folgen dran sitzt oder so. Ja, 1000 Folgen dran sitzen will ja auch keiner sehen. Ja, aber die letzte Folge, wo es dann fertig ist, wird jeder gucken. Allein die 100 Folgen von Gronkh in seinem, hier. Wie ist es? Seine Farmmaschine waren ja schon ziemlich langweilig. Ich habe sie übrigens mitverfolgt. Beziehungsweise bei Folge 925 oder so habe ich aufgehört. Und 100 Folgen sind allein schon richtig viel. Ey, was wollte ich holen? Holz. Da ist ja auch immer die Frage. Der macht das ja halt allein und deswegen ist das vielleicht nicht so interessant, wie wenn man das zu zweit macht. Man muss ja auch zwischendurch immer farmen und das ist ja auch ein bisschen Abwechslung. Er hatte ja schon alle Materialien beisammen. Wohin soll die Kirche gehen? Nach vorne? Bis hier so? Ich mach dir mal mit Dreck eine Markierung. Bis hier? Oh, ich hab nicht genug Dreck. Kannst du mir mal Kabel oder so geben, was du gerade viel in deinem Inventar hast? Nur Stein und den brauch ich. Nur Cleanstone. Gib mal. Geht bis hier? Bis hier ist gut? Nein, mit Cleanstone noch nicht. Was? Warte, ich hol mal kurz Cobblestone von dir, ja? Nein, den Kabel, ich habe fast gar keinen Kabel mehr. Das ist alles in meinen Öfen, ich brauch den auch. Warum benutzt du nicht meine Öfen? Und warum bist du eigentlich in meinem Keller? In deinem Keller? Weil ich gucke, wo Truhen sind. Meine Truhen sind in meinem Haus. Ja, wo sind die denn? Ja, in meinem Haus. Das gehört alles zu dir. Ja, da ist nur Essen drin. Da ist Eisen und sowas drin. Schrott. Blöcke. Ja, fast kein Kabel mehr. Warte, ich nehme mal zwei Stacks. Ich gebe dir den auch wieder. Ich zeig dir mal die Umrüste. Ja, ich bin leer. Ich mach die Tür nicht zu. Warte mal, ich schere noch mal kurz die Schafe. Schere die Schafe. Schere die Schafe mit der Schere. Wie schnell denen das Fell nachwächst. Was eine kleine Schaf ist immer noch nicht groß geworden. Was? 1, 2, 3, 4, 5. Lol, so breit. Klar. Wird das jetzt Pussy oder noch pussiger, wenn du es schon nicht machen willst wie unsere? Okay, so breit hätte ich nicht gesagt. Guck mal, ist ein Creeper auf meinem Dach. Super. Oh, den wollte ich gerade runterschießen. Oh, toll. Hey. Oh, ich habe den fast getroffen, nur der Wind stimmte nicht. Der Wind. Hey, das ist ein geiler Spruch. Ich habe ihn fast getroffen, nur der Wind war nicht richtig auf meiner Seite. Der Wind war nicht auf meiner Seite. So. Der Wind, das himmlische Kind. Dann ist hier der Kreuzgang, oder wie man das nennt. Kreuzzug. Ja, Kreuzzüge sind auch eine feine Sache. Gab gerade mal insgesamt 25 Millionen Tote, soweit ich weiß. Auf der ganzen Erde? Nein, in den Kreuzzügen. Es war eine schlimme Zeit, du. 25 Millionen Tote durch die Kreuzzüge. Damals, als ich noch Jesus hieß. Und als Kreuz genagelt wurde. Das waren noch Zeiten. Genagelt wurde ich nicht. Ich habe andere genagelt. Scheiße. Du hast gerade drei.
Alter, ich habe keine Pfeile mehr. Oh, danke, jetzt habe ich wieder viele Pfeile. Kann ich bitte meine Pfeile zurückhaben? Nein, du kriegst nur deine Kabels zurück. Gleich. Wenn es eine kleine Küche ist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 merken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 8. Wie breit? Sehen wir. So. Wir sagen, hier wird ein Cut gemacht. Dann da auch. Oh, ich habe nicht genug Kabel. So wird die Kirche gebaut ungefähr. Doch kein Holzeingang, bist du behindert? Ich verbrenne das jetzt. Alter, der hat nein. Kein Holzeingang, das ist keine Dorfkirche. Ich gehe mal auf Google Bilder und gebe Kirche ein. Gotische Kirche. Es muss ja keine gotische Kirche sein. Gotische Kirchen sind am schlichtesten. Das ist noch nicht mal so viel Prunk. Und das sind die schönsten Kirchen, meiner Meinung nach. So ein kleiner Holzrahmen. Geh mal kurz auf den Link, wo du fährst. So ein kleiner. Nein, dann leckt der Server. So ein kleiner Nein. So einen kleinen Holzrahmen kann man doch lassen. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich beende dieses Let's Play, wenn du das wirklich so machen willst. Nein. Doch, mach ich wirklich. Oh, du hast mich geschlagen. Frech. Also, bitte keinen Holzrahmen, weil das ist keine Dorfkirche oder so. Und das wird auch nicht aus Kabel gebaut. Ich habe das gerade nur als Markierung gemacht. Natürlich wird es nicht aus Kabel gebaut, du Mongo. Das wird aus Steinziegeln gebaut. Steinziegel an den Rändern und so. Also ein bisschen verwendet, nicht komplett. Und dazwischen halt Glas und ein bisschen. Ja, Glas war klar. Cleanstone, ehrlich gesagt, finde ich Cleanstone nicht ganz so geil. Ja, Cleanstone hier zwischen und Glas wird auch nicht so viel verwendet, sondern nur zwei Fenster. Einmal hier ein Fenster und da ein Fenster. Zwei. Doch. Einmal hinter dem Dingens, wie ist es? Altar? Ja, ja, hinter dem Altar auch noch dann, eins. Dann würde ich sagen, rechts vom Eingang eins, links vom Eingang Nein. eins. Am Eingang sind nie Fenster. Ah ja, stimmt. Also hinter dem Altar, dann rechts Der ein großes, links ein Holz, großes. Also mach das weg. Was? Der Eingang ist nicht aus Holz, also mach das weg. Ja, warte, können wir nachher noch ändern. Auf jeden Fall dann links ein großes Fenster, rechts ein großes Fenster. Und sollen wir nicht wie bei hier... Nachher habe ich auf mein Mikro gekotzt, weil mir das so scheiße aussieht. Nein, Lennart, du kennst ja unsere Kirche, ne? Also nicht bei dir, sondern die bei der Schule, bei der Grundschule, ne? Die sieht auch scheiße aus, weil die nicht ja, bla, bla. So alt ist. Ja, nee, aber ich meine, sollen wir dann so ein, auch so ein, wie so eine Reling machen, wo dann oben auch so ein paar Fenster sind? So. Nein, das ist zu modern. Du wolltest doch selbst eine halb Science Fiction, halb Mittelalterkirche machen. Hast du selbst gesagt? Eine halb Science Fiction, halb Mittelalterstadt. Hab ich doch gerade gesagt. Ja, aber du hast Kirche gesagt und die Kirche wird nicht so sein. Ja, wie wird die denn sein? Ich habe ja nicht gesagt, dass die Gebäude gemischt sind. Die Gebäude sind halt entweder Science Fiction oder Mittelalter. Und die Kirche ist ein mittelalterliches Gebäude. Da es in der Zukunft keine Kirche mehr geben wird, weil da sie verarmen wird. Weil Leute wie Julian, die nicht an Gott glauben, auch nicht in die Kirche gehen, dadurch gibt es keine Spenden für die armen Leute auf der Welt und wir alle sterben. Und brauchen das Geld der Kirche und die Kirchen werden... Ich hol mir gerade eine Schallplatte.